So, moin moin und hallo, herzlich willkommen. Heute mal außergewöhnlich zu einer Runde Spin Tires. Bei mir ist der Sascha. Ja, Mahlzeit. AKA, moin, der Iceflyer. Und ich. So, jetzt müssen wir eben gucken, in welchem LKW sitze ich denn jetzt? Ah, in dem. So, ich habe da wie gesagt so gar keine großartige Ahnung mehr von, aber wir werden jetzt mal versuchen, das Ding ein bisschen umzubauen hier. Die Kameraführung hat sich wohl immer noch nicht... Ach, ich stehe nicht im Werkstattkreis drin. Nicht? Nö, irgendwie stehe ich daneben. So, Allrad, Differentialsperre, Handbremse war... habe ich vergessen. Gibt's gar nicht, wa? Doch. Aber ich hab's natürlich, ich spiele mit Lenkrad. Wo war denn die Handbremse? Space. Wie sich das gehört. An sich. Ich mach das nochmal lieber ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wie laut das... Der stellt sich irgendwie sowieso wieder immer um. Wollen wir schnell raus hier? Kannst du? Ja. Oh, 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 oh. So. Ersatzrad. Dran. Also ist nicht verfügbar. Kabinenschutz. Dran. Holzauflieger lassen wir. Zusatzbeleuchtung. Dran. Alles dran, was geht. So. Wir wollen aber... Geht Holz auch auf die normale Ladefläche? Ja, ne? Ja. Zwei Stück. Und auch nur Kurzholz, meine ich, ne? Ja. Ja, reicht ja auch erstmal. Was ist denn Utility Card? Ach, da kann ich mir aber auch einen Anhänger. Kann ich mir einen Tankanhänger hinten dran bauen irgendwie, habe ich so. Ja. Ist aber auch neu. Das war vorher auch noch nicht. Will ich jetzt aber auch gar nicht. Geht das auch wieder weg? Wird wohl. So, ich glaube. Ja, wir fahren jetzt also Straßenräder, ist natürlich nicht so das Wahre. Wir nehmen natürlich Standardräder. Ja, gibt es keine Geländeräder mehr? Doch, das ist das Standardeinstellung. Achso. Upsa. Ja, ich fahre dir wie gesagt. Seit wann hat das Ding rundum leuchten? Du? Ah ja? Nee. Doch, ich habe rundum leuchten oben drauf. Okay. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Also wie gesagt, ich fahre die einfach mal hinterher. Also fahren wir zum Fluss. Ja, vor allem, wir gehen die rundum leuchten immer aus. Hast du die ganze Zeit an? Ja. Alter, ich muss erstmal wieder mit der Kamera irgendwie klarkommen. Wie? Irgendwie konnte man das doch auch. Naja, mit 1 und 2 und so. So, ich bleib mal. Ne, fahren wir schnell rüber, ne? Dass sie immer noch keine Innenansicht haben, finde ich ein bisschen schade. Jo, ja, siehst du. Was? Nicht stehen bleiben! Hat sich Motor unterdreht. So, hier können wir mal schnell stehen bleiben. Wozu ein bisschen stehen bleiben? Schnell auf die Map schauen. Gehen wir mal zur Verdeckung und Kraftstoff. Ich muss mal eben gucken, wie ich diese dämlichen Rundumleuchten auskriege. Hey, Tastatur, ich will nicht mit Controller. Gibt's nicht. Wahrscheinlich normales Licht. Aha. Nee, die Rundumleuchten bleiben jetzt die ganze Zeit an. Fürchte ich.
Okay. Hä, wieso? Ich habe doch gerade getankt. Wieso habe ich denn jetzt schon nur noch 190 Liter Kraftstoff? Ja, ich glaube, das ist auch neu. Im Dings kann man nicht mehr ganz voll auftanken. Im HQ. Aha. In der Werkstatt. So, wollen wir mal weiter. Ja, ja. Sicher das. Ja, also ich habe, wie gesagt, Splinter schon ewig nicht mehr gespielt. Damaligen Versuche sind immer noch bei meinem YouTube-Kanal zu finden. Lang ist es her, als wir das mit Yogi und mit Philipp und mit Mike noch gezockt haben damals. Aber es ist nach wie vor, finde ich, ein schönes Spiel. Und es ist ja jetzt auch, wie gesagt, eine neue Map irgendwie rausgekommen, ne? Ja, die heißt Flott. Und die ist relativ schwer, ja. Habe zwar auch erst einmal gespielt, aber... Also quasi wie geschaffen für mich. Jo. Das gucken wir uns dann mal irgendwann an, aber erstmal ohne Video. Weil ich will nicht, dass die Leute neidisch werden, weißt du? Ja. So, hier mal ein bisschen rechts am Ufer bleiben. Also was ich schade finde, dass sie es absolut nicht hinkriegen, da eine Innenansicht hinzukriegen. Ey. Ich weiß nicht, was daran so schwierig sein kann. Ja, vielleicht wollen sie es auch nicht. Ich glaube, so schwer dürfte das nicht sein. Ja, aber geht es darum, was die wollen, oder geht es vielleicht darum, was die Spieler wollen? Boah, gute Frage. Na gut, dann fragen wir, worum sollte es gehen? Wie viel Sprit hast du denn noch im Tank? 172. Ja, ich auch. Also ist wohl nichts kaputt, dann ist das wohl so. Nee, wir kommen da oben auch gleich zum Kraftstofftank. Also musst du jetzt praktisch ein Verdecken abfahren, wa? Ja, wäre allgemein nicht schlecht. Ja gut, ich habe früher nie großartig drauf Wert gelegt, Verdeckungen von A nach B geholzt, haben das fertig gemacht und gut war. Jetzt mal gucken, ich hoffe, ich habe Automatik drin, er bleibt die ganze Zeit im ersten Gang. Aber ist wahrscheinlich auch kein Wunder. Weil irgendwie kann man das ja auch... Ja, schaltet hoch, alles gut. Oh, ist noch ein Baum. Bin halt Tastaturspieler, ist das nicht so mit Schalten und so. Ja. Da links muss ich lang? Ja, wir gehen mal schnell zur Verdeckung. Ja, muss ich da? Da muss ich doch gar nicht mit. Doch, gehen wir gleich da hoch zum Kraftstofftank. Lass mich hier nicht im Wald allein. Also Grafik ist schon klasse, ne? Ja, ohne Frage. Richtig schön. Auch der Boden und so, das ist, wie das Wasser sich da so lang und der Schlamm und so, das haben die schon. Jo. Und dafür, dass das so ein Kickstarter-Projekt gewesen ist, da haben sie schon echt... Genau. LS, und LS kriegt das nicht mehr hinter, einen halbwegs vernünftigen dynamischen Boden hinzukriegen, weißt du? Ja gut, mit der Engine. Ja gut, aber guck mal, was die damit verdient haben, ne? Jo. Wie gesagt, so ein Boot wie hier so übertrieben will, sollte man ihn ja auch gar nicht wollen, aber so ein bisschen was wäre doch schon schön. Oh, hier vorne ist unser Tank. Können wir mal auffüllen? Ja. War dann wohl noch die Hupe? Ich würde dich doch so gerne mal anhupen. Hat sie eine Hupe? Ja. Was ist denn rechter Bumper? Was? Ja, in der Beschreibung steht rechter Bumper. Okay.
Weiß ich auch nicht. Hupen, rechter Bumper. Kann man das irgendwie ändern? Ach, ich bin auch schon wieder auf scheiß Xbox. Ich habe einen Xbox-Controller. Den sollte ich vielleicht irgendwann abziehen, ey. Also G soll Hupen sein bei mir. Auf geht's. Da ist, glaube ich, gerade ein Vogel weggeflogen. Ja. Ja. Und irgendwie kriege ich eine komische Bildverschwemmung, wenn ich hupe. Welche Taste? G ist das bei mir jetzt. G. Ja, die habe ich auch. Die flimmern, ne? Mhm. Steine hier. Du fährst mich hier entgegen, denn du gibst, du willst mich im Wald aussetzen. Nee. Offizielle Weg hier. Ich habe mir auch einen Schaden. Ich habe mir auch eine Lebkuchenspur gelegt. Ich übernachte dann beim Schneewittchen. Bis der böse Wolf kommt. Ich bin der böse Wolf. Wo ist die Brücke? Ah, die liebe ich, diese scheiß Brücken. Wo ist denn das eine Brücke? Das nennst du Brücke. Kleine schöne Brücke. Das ist eine Frechheit, ist das. Ja, fahr weiter, fahr weiter. Jo. Alles gut. Wenn was ist, schrei ich, wenn du mich rausziehen musst. Da liegt ein Baumstamm. Hast du den gerade umgefahren? Ja. Oh, toll. Ich komme nicht zu dir. Also die Grafik ist schon wirklich der Hammer, gar keine Frage, ey. Jo. Hast du hier schon mal mit Mods gespielt? Nee. Ich auch noch nie. Soll es ja auch ein paar schöne Mods geben. Ja. Aber das sind so Spiele, wo ich eigentlich schon relativ zufrieden bin. Ja. Jo. Oh, 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 oh. Der Baum lag oh, schon. Der war morsch. Mit so einer Engine, Grafik-Engine, mal so ein Panzerspiel, ne? Mhm. Wo du mal so richtig mit so einem Panzer da durch die Gegend nageln kannst. Alle Bäume umfahren. Ja, und dann mal richtig so ein Truppenübungsquatzer mal so richtig rüber naschen, Alter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ich finde das so nice, wie so die kleinen Dreckdinger da unten wegspritzen, wie sich der Dreck an den Rädern sammelt, ne? Mhm. Oder der Hunter wäre auch schön hier. Ja. Aber die Grafik von der Hunter finde ich auch ein Hammer. Also was der Hunter grafisch macht, finde ich genial. Also es geht ja, es geht ja. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt wieder, ich glaube, 3-Monats-Account, dann müssen wir wieder ein paar Mal Hunter auch spielen. Also, tja. Sich das auch wieder lohnt. Muss vor allem endlich mal den Score verbessern und so. Aber ich finde, alleine bringt das eben auch immer nicht so viel Spaß. Nee, nicht wirklich. Ja, zu zweit ist praktisch alles witziger. Ja, das stimmt schon.
Also ich spiele auch ganz gerne mal Single LS, aber wie gesagt, richtiger Spaß kommt bei Multiplayer eigentlich immer erst auf. Ja. Und dafür, dass ich früher nie irgendwie Multiplayer, ich habe ja relativ spät Multiplayer-mäßig angefangen. Mhm. Weil ich halt auch eine ganze Zeit lang einen Rechner immer gehabt habe, womit sich das nicht wirklich ausgegangen wäre. Also da, ich hatte meine Zeit lang Rechner, da war LS eigentlich das einzigste Spiel, was man großartig spielen konnte. Ja. Und irgendwie LS 11 und nachher 13 irgendwie auf absolut Low-Grafik, beim Fahren bloß auf den Boden gucken und nicht in die Luft gucken. Jede Mod-Map, die ich gekriegt habe, ohne Scheiß. Da habe ich mich erstmal dran gesetzt mit dem Giant und erstmal alles Mögliche daraus geschmissen. Brückengeländer weg, Gebäude, die nicht nötig waren, weg, Bäume, alles weg, Stromleitung. Ich hatte. Oh Gott, ich häng fest. Hatte quasi eine nackte Map. Fahr mal bitte nicht so weit weg, weil ich fürchte. Ich sehe es, ja. Ich kann gucken, schnell, ob ich hier einen Baum kriege, aber. Warte, geht. Na, komm, komm, Junge. Zieh! Ich glaube, er kommt. Ja, passt. Was? Habe ich mir wirklich alles von den Maps runtergeschmissen, immer Giant City Tour. Und trotzdem immer auf den Boden gucken und bloß nicht zu viel. Und oh, das waren beschissene Zeiten. Da hätte ich mit Multiplayer gar nicht anfangen müssen, weißt du? Dann habe ich mir irgendwann einen Rechner gekauft, der jetzt mal. Wieso kommst du denn hier so lose durch und ich fahre mich überall fest? Kein Problem. Wahrscheinlich fährst du die Straße immer schmutzig, ne? Also weichst du den ganzen Boden auf. Mach die schöne Bahn. Ja. Sehe ich. Aber nun Fury. Brauchst mich gar nicht anhupen. Geil, wie die Vögel auch wegfliegen. Ich glaube, das war früher auch nicht, ne? Nee. Wie weit ist er noch bis zum Holzplatz? Oh, 5 Minuten. Okay. Dann lassen wir das Video bis dahin durchlaufen. Jo. Ja, ich hoffe, dass die Zuschauer mal ein bisschen Spaß wieder haben an Sprinter, dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, nicht immer nur das Gleiche. Und ich finde, wir hier von Gaming for Fun haben auch ein super Team gefunden, mit dem man so zusammenspielen kann. Sei es mit Sascha, mit Yugi, mit Basti natürlich. Dann hier Agrar-Server und Community-Server. Also ich glaube, wir haben da ein recht nettes Team zusammengekriegt. Das passt. Die auch vor allem zum größten Teil immer auf einer Wellenlänge liegen, finde ich. Und das merkt man, glaube ich, auch. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wir drei, also Yugi, du und ich, wir harmonieren, glaube ich, ganz gut zusammen. Das ist so. Ist natürlich alles Show, weil eigentlich hassen wir uns wie die Pest. Aber wir versuchen das natürlich zu überspielen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob uns das gelingt. Schade, Yugi hätte jetzt auch gerne dabei, hat sich irgendwie, ist er mal auch in Skype nicht mehr online. Der hatte ja heute irgendeinen Termin noch. Ist jetzt auch in Skype nicht mehr online. Hätte ich auch gerne nochmal dabei gehabt. Aber das werden wir vielleicht die Tage auch nochmal hinkriegen. Jetzt wird er eh gerade beim Hund sein. Und wahrscheinlich wird er danach schlafen gehen, weil er sagte gestern eigentlich schon, er wollte mal ein bisschen früher Schluss machen. Das wurde ja gestern wieder nichts. Haben wir ja quasi wieder Hunter bis in die Puppen gespielt. Wie lange habt ihr noch weitergespielt? Aber auch nicht mehr so lange, ne? Nee, ja, bis 15:45 sind sowas. 15:45. War das nicht schon später? War ich nicht sogar bis um 2 fast dabei? War das nicht vorgestern? Nee, das war gestern. Ja. Also vorgestern habt ihr beide, da war ich relativ, war ich ein bisschen früher weg. Da hattet ihr, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang weitergespielt. Na, ist ja auch egal. Ja, ja. So, hier besser über den Hügel, wenn es geht. Ja, du brüll mal rum, hängst da selber fest. Mut zur Lücke. Boah. Was denn? Das ist perfekt. Warum bleibst du stehen? Ich stecke fest. Ach. Mann. Ja, komm. Gibst du mal die Straße frei? Oh, oder was?
Ah, oh, sehr schön. Das hier, ist ein Sumpf. Schaffst du's? Ich weiß nicht. Mal gut, dass ich dich rausgeschoben habe, ey. Das ist aber auch dieser Stein, der da vom linken Rad liegt. Ich glaube, der macht das ganze Problem. Brauchst du Hilfe? Ich weiß noch nicht. Er kommt langsam. Ja, das sind die Steine hier, weißt du? Nee. Ist gar nicht mal so sehr der Boden. Also auch, sicherlich. Meine Gott, dass die Leute sich auch nicht dran gewöhnen müssen, dass Holz, Lade, Plätze und Wege verdichtet sein müssen. Meine Güte, kein Wunder, dass die Spinnen alle nicht in der EU sind. Na, langsam aber sicher. Na, ich nenne es wohl koordiniert und profihaft. Müssen den Weg aber hoffentlich nicht zurück, ne? Nee, nachher nehmen wir den offiziellen Weg. Hast du mir nicht eben erzählt, das ist der offizielle Weg? Aber die Soundkulisse haben sie auch ganz gut hingekriegt, ne? So der Wolf mal zwischendrin und eben so ein paar Grillen und so. Ey, jo. Also die haben sich schon echt Mühe gegeben, das will ich gar nicht mehr abstreiten. Probiere hier rechts oben durchzufahren. Ja. Nein, ich kämpfe hier schon wieder mit den Steinen. Da falle ich auf dich drauf, wenn ich da jetzt recht lang fahre. Nee. Oh, hallo. Tja. Ja, dann lauf wohl. Oh, ey. Hättest du nicht einfach die Standard-Map 1 nehmen können, da wären wir jetzt schon mit dem Holz am Ladeplatz und würden gemütlich ein Bier trinken. Was für eine Schlammgeschichte hier. Noch da? Bin gerade ein bisschen konzentrieren. Hier links rum war es, ne? Links, ja. Der Holzladeplatz, herzlich willkommen. Ich hab schon aufgeladen. Angeber. Bitte bringen Sie Ihr Fahrzeug in Position, kommt bestimmt gleich wieder 10.000 Mal. Ja gut, mit dem Kleinen geht's, glaube ich. Ja, hast du auch wieder recht. So, wir laden auf, sagen bis hierhin erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und schauen mal, dass wir uns hier im nächsten Part wieder irgendwo rausgekämpft kriegen. Ich sehe ja schwarz. Alles gut. Aber wir schauen mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Sascha, fürs Mitspielen.
Vielen Dank, Micha. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.